Hallo Romina. Hallo Peter. Geht's gut? Es geht mir richtig gut. Schön. Und trotzdem habe ich wieder etwas, was ich mich darüber aufgeregt habe. Was für ein Wunder. Göttlich. Du regst dich relativ viel auf. Mein Vorbild ist der Aaron Herz. Grüße. Grüße. Über was hat denn sich Romina aufgeregt? Ja, wir sind ja heute, wie üblich, in der Vorbereitung sind wir zu unserem Lieblings... Pizza. Genau. Geschäft. Ach komm, wir sagen es, Via Grill. Grüße. Via Grill, genau. In Affoltern, am Albis. Gerade nach Mettmastetten. Genau. Und bin nicht auf das WC. Und was treffe ich an? Drei Papierchen auf dem scheiß WC-Papier. Also drei? Drei. Hat nicht mehr gelangt. Es sind immer drei. Hat es nicht mehr gelangt? Es hat, weißt, das Problem ist bei drei. Es langt immer, es würde, aber dann doch nicht im Endeffekt. Also du musst Papierrolle wechseln. Und zwar geht das noch länger mit ihm, weil sonst tue ich langsam Prosecco schnell auf. Ja, mach mal Prosecco. In jeder Firma, wo ich anlaufe, um meine Maschinen zu machen, wenn ich dort auf das WC muss, ich muss jedes Mal die Papierrolle wechseln. Du glaubst es im Fall nicht. Ich verstehe es nicht. Leute, warum sind ihr zu faul? Währenddem, dass ihr eure Geschäfte erledigt, könnt ihr doch gerade auch schon neue Papierrollen her. Ich weiß nicht, vermutlich müssen sie noch die Hände... Vielleicht hat sie keine um. Doch, er kann. Oh. Es hat ja jedes Mal, ich wechsle sie ja jedes Mal. Ich frage mich, zählen die das ab? Nehmen die extra zu wenig WC-Papier? Weil sie können es ja dann nachher. Yes! Ups, nein. Ist gut, sie ist nicht runtergefallen. Yeah! Sie runtergefallen? Ja! Scheiße. Vermutlich kommt sie nachher raufgeworfen. andere Geschichte. Na, weißt, warum nehmen die extra zu wenig WC-Papier? Weil sie wissen, nachher wäsche die Hände ja hoffentlich im besten Fall sowieso. Und darum brauche ich ja gerne nicht so viel WC-Papier. Also kann doch die nächste umkommen, sprich die Romina, die WC-Rolle. Wieso, wechseln. Wieso ist es eine Frau? Ja, weil ich halt auf dem Frauen-WC bin. Also im besten Fall. Ja, stimmt. Ja, bin auch schon auf das Herren-WC, gebe ich zu. Bei den Männern passiert das nie. Dort ist immer super gewechselt. Der nächste wechselt für den anderen. Ja, genau. Ja. Ich gehe kurz. Dafür gibt es ein anderes Problem, das mich triggert. Dort. WC-Papier falsch eingespannt. Das heisst, der Streifen, der runterkommt, ist gegen die Wand. Und das ist, ich bin jetzt auch nicht mega heikel, aber das ist... grusig. Ja. Weil, dann muss man vorstellen, man hat sein Geschäft gemacht, wollte ja dann, oder hat geputzt und man ist gezwungen quasi mit dieser Hand an die Wand zu gehen, wo der andere vorher auch war und oh, ich wollte es mir nicht genauer ausmalen. Ja. Tun doch die einfach richtig an das WC-Papier nach vorne. Ja, absolut. Und wechseln. Ja, es macht auch keinen Sinn, dass der Abschnitt gegen hinten ist. Nein, das macht voll absolut. Nicht. Das ist nur schwierig. Ja, voll. Ja. Ja. Genau, und ich hatte etwas anderes Lustiges. Ich war geschäftlich ziemlich eingespannt. Haben mit dir darüber diskutiert. Haben wir darüber diskutiert, du und ich. Ja, halt über Mitarbeiter und so weiter. Dass es schwierig ist, natürlich nur gut geredet, aber ja, dass es halt schon noch herausfordernd ist. Mhm. Und das recht tief behandelt. Und dann ist, ich habe so Google, wie sagt man dem? Google Home. Installiert mit den dazugehörigen Boxen und dann war die Musik uns zu laut und du hast gesagt, hey Google, 20% leisliger. Sie hat sich schon wieder eingeschaltet. Und lustigerweise hat sie dann gesagt, ich bringe dir Vorschläge von Robin Sharma. Mhm. Aus dem Nichts raus. Ja. Und der Robin Sharma ist ein erfolgreicher Anwalt gewesen, der dann ein Buch geschrieben hat, das hat da geheißen, Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Ist ein Weltbestseller geworden, gibt es auf Deutsch. Und mittlerweile ist er einer der besten Personal Coaches mit beachtlichen Referenzen. Unternehmen wie IBM, Nike, Microsoft gehören zu seinen Kunden. Also er behandelt genau das Thema, wo wir darüber geredet haben. Ja. So viel zum Thema Google. Google lässt einfach mit. Google lässt es mit. Ist unfassbar. Google lässt nicht nur mit, Google studiert mittlerweile auch mit. Ich finde es ja gut. Es war ein richtig guter Vorschlag gewesen.
Ja, hast wieder ein Buch bestellen von dem. Wollte sagen, ja, hast du mache ich bestellt? Sicher. Nein, habe ich noch nicht. Vor allem das Buch von dem verkauften Ferrari und dem Mönch. Du musst zuerst Mönch werden und Ferrari kaufen. Das wird schwierig. Ja, und jetzt fangen wir an. Ich finde, wir finden. Recht herzlich willkommen zum Podcast Steinbock und Ratten. Unglaublich aber wahr, Staffel 2, Folge 4. Hallo zusammen. Mit der Romina und am Peter. Das Thema heute ist Schwarzer Freitag für den Heinzmann und einen Porsche. Eigentlich war es die Heinzmann. Aber es ist ja auch ein Mann. Das ist ja verwirrend, ich verstehe ja, das. Ja, komisch. Ich glaube, es war Autokorrektur. Es sei dir verziehen. Ja, hey, bist du posten? Am Freitag gestern? Nein, aber heute. Es war immer noch Black Friday, gewesen, obwohl Samstag. Ja. Danke für die Schnäppchen. Also ich habe einen Purple Saturday getauft. Weil ja, es gibt ja auch einen Grey Thursday. Der Grey Thursday, genau. Er wird mittlerweile in den USA den Tag vor dem Black Friday bezeichnet. Black Friday ist ja in den USA immer nach Thanksgiving. Und es hat sich fängt dort eingebürgert, seit Walmart das glaub, angefangen hat, dass sie schon bereits quasi am Donnerstag gehen auf Schnäppchenjagd. Ja. Ziemlich alkoholisiert dann auch schon. Weißt 12%. 12% von diesen Leuten, von diesen 33 Millionen. Gell? Wo dann das auf Schnäppchenjagd gehen. Die Hälfte von der Schweiz, circa. Sind besoffen zum Posten. Ja gut, irgendwo verstehe ich es. Ja, unglaublich. Das ist sicher lustig für Verkäufer. Mhm. Also man fährt schon so richtig früh an dort mit dem Black Friday. Black Friday? Am Donnerstag, ja. Ja. Der Black Friday, früher ist er ein Synonym für etwas ganz anderes gewesen. Ja, das hast du mir heute erzählt. Das ist ja richtig krass. Genau, für den Börsencrash. Börsencrash. In der 1920er Jahre war das, glaube ich, hat es die berühmten Black Fridays gegeben, wo, ich bin nicht ganz sicher, der Staat hat irgendwie den Goldpreis gesteuert. Durch das hat es einen Börsencrash gegeben und das sind wirklich, die Börsianer sind reihenweise aus den Fenstern gegumpelt von diesen Hochhäusern an der Wall Street. Dort hat es X-Millionäre geregnet. Jetzt mal. Entschuldigung. Dort hat es X-Millionäre geregnet. Ist schon lange her, darf man richtig Witz machen darüber. Nein, sollte man eigentlich nicht. Aber wir tun es einfach. Ja. Und natürlich war das hauptsächlich in den USA. Sind dann auch Kanadier irgendwann einmal gezwungen gewesen, mitzumachen? Also nicht mit dem Abenspringen oder raus, sondern mit dem Black Friday, wie wir den heute kennen. Also wir, wenn es nochmal betont haben, nicht nachmachen. Ja, die sind dann quasi Einkaufstouristen geworden, sind dann in die USA gepostet, die Kanadier. Kanada hat mitgezogen, irgendwann hat auch Europa mitgezogen. Jetzt ist er in der Schweiz gelandet seit ein paar Jahren. Wie mit Halloween. Schwierige Geschichte, finde ich. Ich glaube, die Leute werden dort reihenweise verarscht und ja, absolut. Kaufen wahrscheinlich Sachen, die sie nicht wirklich brauchen. Ach Gott, das haben wir jetzt das ganze Jahr. Das ist wahr. Sorry, wir leben einfach richtig zu fest im Luxus. Jetzt ist es durch. Wer Black braucht Friday. Schon Google Home beispielsweise? Ja. Da habe ich noch eine lustige Geschichte gelesen im Zusammenhang von Millionären. Ist eine Dame aus Karlsruhe gsi. Die hat wollte mit ihrem Porsche an Gardasee. Weißt du, wie weit Gardasee Karlsruhe auseinander ist ungefähr? Unglaublich, aber wahr, haben sie recherchiert. Es sind 653 Kilometer und ca. 7,5 Stunden. Nein, ca. 7 Stunden 23 Minuten. So, jetzt habe ich es einmal gewechselt. Circa. Leute, warum circa? Es steht 23 Minuten. Wo ist es circa? Weil es Google ausgerechnet hat. Aber du hast mir netterweise hast du mir 7,5 Stunden aufgeschrieben. Das finde ich richtig schön für dich. Dankeschön. Auf jeden Fall hätte sie nicht können mit ihrem Porsche gehen an Gardasee, weil der in der Tiefgarage blockiert worden ist, wegen einem Mieterstreit, den es gegeben hat, kurz gesagt. Sie hätte müssen mit ihrem 3er BMW gehen. Ach, die Arme. Ja, richtig schlimm natürlich. Wenn du Porsche Cabrio zur Verfügung hast, musst du mit dem 3er BMW an Gardasee. Wow, wie erniedrigend. Ja, er hat dann geklagt für 2'500 Euro Schadenersatz. Mhm. Weil
halt einfach ein 3er BMW weniger Prestige hat, weniger guten Fahrkomfort, weniger Ansehen. Ist halt weniger lustig. Dann hat die Frau geklagt, 2'000 Euro. Okay. Hat nicht recht bekommen. Halleluja. Das Gericht hat gefunden, ja, das sei doch ein valables Ersatzfahrzeug, so ein 3er BMW. Ja, also ich würde es auch meinen, sorry. Ich verstehe es gut. Nein, da hast also wenn es jetzt ein 3er Rädli gewesen wäre, hätte es verstanden. Aber ich verstehe es. Da hast du einen Porsche, einen geilen. Ach, komm, und musst nachher mit einer schwarzen von 3er BMW, ja gar, das geht gar nicht. Ja, aber was ist denn die Autofahrferien? Das regt mich jetzt auch auf. Ich habe eigentlich auch einen 308er Peugeot Geschäftsfahrzeug, Gurke jetzt auch mit einem Ford, ich weiß nicht mal, was es ist. Rum. Ich weiß auch nicht. Seit zwei Wochen will der Mächte also einfach. Aber das ist geil. Das ist flicken. Cool. Ich tue auf Schadenersatz klagen. Ich will meinen Peugeot. Ja, mach das, das verstehe ich. Peugeot vor Ford. Peugeot vor Ford. Peugeot vor Ford. Nein, hey, sorry, wie dekadent ist das denn? Hey? Weißt du, vor allem geht sie denn in die Autofahrferien? Weißt du? Oder hat sie ein Zimmer gebucht? Also hat sie in dem Auto auch wollen übernachten? Dann würde ich es noch verstehen. Porsche übernachten ist schwierig. Schwierig. Da ist der BMW 3er sicher sehr viel bequemer. Ja. Glaube ich. Platzmäßig. Wenn du dann müsstest übernachten. Ja. Oder? Nein, das gibt es doch gar nicht. Ja, noch. Hey, solange die solche Probleme haben, lassen wir es. Irgendwo anders knallen sie einander ab, weil, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ja, das ist wahr. Oder? Also, ja. Sorry. Ja, sie hat jetzt halt auch für ihre Rechte kämpfen. Ja, dann soll sie mal in Iran. Ja. Go für ihre Rechte kämpfen. Das wäre vielleicht einmal etwas. Das nein, stimmt. Das sind nicht, so hey, wirklich nicht. Problem richtig schwierig. Oh, wir haben es auch gesehen bei der Fußball-WM jetzt in Katar. Mhm. Iraner sind quasi gezwungen worden, zum Nationalhymnen mitzusingen. Ja. Weil der iranische Staat offenbar, oder das Regime, muss man sagen, damit droht hat, Sanktionen gegenüber Familien von den Spielern zu verhängen. Familie, gell? Nicht, genau. Nicht Spieler, Familie. Da haben die relativ lustlos mitgesungen, haben dann erstaunlicherweise gleich noch. Also beim ersten Mal haben sie ja nicht beim ersten Mal. Nicht. Und die haben gesagt, singen national nicht mit, sonst passiert was. Ich finde, wir sollten den Iran aufschliessen, und zwar nicht wegen der Spieler, und jetzt tut es mir richtig leid. Absolut. Aber sowas geht echt nicht. Nein, sperren. Ja. Hören. Statement. Aber da siehst du wieder einmal, um was es geht. Es geht nur um Kohle. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht noch, dass alle Nationen nicht würden mitsingen. Singen, ja. Ein also Appell. Nicht singen, ja. Einfach nicht mitsingen. Wie? Und auch Zuschauer, einfach ruhig. Ja. Ihr könnt ja zuhören, ja. Ist okay, aber bleiben einfach ruhig, singen einfach nicht mehr. Aber es ist schwierig, es ist auch sehr oberflächlich, so wie wir das vielleicht sehen, ja. Hängt vielleicht noch richtig viel mehr ab, dass man das könnte machen. Aber, nein, ja. Also nicht mitsingen braucht nicht richtig viel. Also bei einem Teil wären wir ja richtig froh, würden es nicht singen. Die Schweizer machen es vor, meistens. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das ja nichts gegen einen nicht vorhandenen Porsche. Wo wir ja gar das nicht fahren. Nein, der ist leider. Das sind die wichtigen Probleme. Das sind im die Leben. Richtigen Probleme. Das wichtigste Problem haben auch zwei Schweizer Sängerinnen. Stefanie Heinzmann und das Beatrice böse. Egli. Stefanie Heinzmann trifft es härter. Sie hat jetzt gerade verkündet, dass sie muss ihre Winterkonzerttournee absagen. Oh. Der Grund ist nicht Corona, nicht krank, nicht irgendetwas. Nein. Tickets werden nicht gekauft. Scheiße, ja. Ja, schade. Heinzmann will niemand mehr hören, offenbar, oder wenige. Mhm. Die Begründung hast du aber auch gesehen. Begründung? Was ist sie? Die Begründung war, dass es logistisch irgendwie nicht möglich war, weil die Orte zu weit weg waren. Also, und dann habe ich mich gefragt, wo hat sie es denn? Im Iran? Oder zu Russland? Katar. Ukraine? Wo? Nein. Sie hat nicht dort gehabt, sie hat es in Bern, Zürich, Solothurn, Frankfurt und Berlin gehabt und hat dann eigentlich gefunden, sie versteht es, weil die Konzerte halt weiter weg sind. Mhm, genau. Berlin vor allem für Berner, ja. Zürcher, Solothurner, Frankfurter und Berliner. Ja. Du weißt schon, dass man die Schweiz in 4 Stunden überquert hat. Ja. Locker. Vorig. Mit einem Porsche schon. Mit einem 3er BMW. Ein 3er BMW wird schwierig. Schau dir mal unsere Aussenkamera an. Übrigens, wir sehen dort den Sonnenuntergang. So schön, wirklich. Über dem Säuliamt.
Wow! Stimmt das mal? Ja, du. Ja, Säuleamt, du hast recht. Gut gemacht, danke. Knonauer-Amt? Nein, Säuleamt, hallo. Richtig schön. Die Schafe sind leider weg, bevor die noch dort waren. Oh, das war auch so schön gewesen. Aber akustisch war es schwierig geworden, weil die halt Glocken umgehängt haben. Finde ich Tierquälerei. Ja. Ganz ehrlich. Absolut. Also absolut nichts das gegen Bauernstand, bin selber Bauernsohn. Das finde ich merkwürdig. Mich würde das nerven, wenn ich die ganze Zeit Glocken ums Genick hätte. Ja, stell dir vor, den Hörschaden, garantiert. Ja. Nein, tut mir leid. Finde ich schwierig und nicht nachvollziehbar, warum. Auch bei den Kühen auf der Alpen heute, ich glaube, GPS-Sender wären günstiger als Glocken. Man sagt ja, Glocken sagt da zum Tier wiederfinden. Genau. GPS-Sender würde das viel neuer machen, viel besser, viel günstiger, bin ich überzeugt. Das ist so, aber da würden vermutlich die Tierschützer kommen, das ist Tierquälerei. Nein, ich weiß nicht. Nein, sie sind ja eher gechippt und so. Ja, das ist so, absolut. Nein, da hast du vollkommen recht. Ich und bei den Kühen sind die Glocken und Resten grösser, gell? Die armen Seen könnten dann einen Knick schaden. Ja. Nicht nur einen Hörschaden, sondern auch einen Knick schaden. Ja. Also, sorry. Aber hör auf mit halt dem Scheiß. So. Aber eben, schöner Sonnenuntergang jetzt, wir müssen hoffen, wir sehen uns noch. Ah, du, sonst hört man uns. Das ist das hört man uns noch. Ja, ja. Ja, Beatrice Egli geht übrigens auch auf Tournee. Ist ein Schweizer, Beatrice Egli. Ja, ja, ich habe es mitverfolgt. Die haben das live mitverfolgt, wie sie die SDS gewonnen hat. Dort mal im okay. Fall. Sie hat die Schweiz vergessen. Sie geht nur auf Deutschland-Tournee. Mhm. Auf das aber, oder bereits schon vorher, hat sich ihr Schweizer Fanclub aufgelöst, weil sie halt hässig sind und sie sagen, Egli, du hast uns vergessen. Mhm. Mal schauen, ob ihre Tournee ausverkauft ist. Ausverkauft. Ich hoffe natürlich schon. Für sie. Aber darf ich ganz kurz wirklich nur zwei kleine Storys zu beiden erzählen? Kann ich es verhindern? Nein. Aber. Gut. Der Höflichkeit halber habe ich jetzt gleich wieder fragen. Bei der Stefanie Heinzmann, ich habe die auch mal live erlebt, an einem Open Air. Sie war auf einer Wiese und hat den Ton gecheckt, glaube ich. Und ich bin einfach so 3 Meter neben ihr hergehockt. Ein riesen Heinzmann-Fan, wirklich. Bei ihr habe ich auch mitverfolgt, wie sie mit Stefan Rapp dort mal gewohnt hat. Und ich bin einfach nur dort gehockt und sie schaut mich so an. Und ich lächle sie, glaube ich, an. Ich habe noch ein Foto von ihr gemacht, habe sie noch gefragt, ob ich darf. Steht sie auf und in einer Verrückte segelt sie wieder auf die Bühne. Und dann sagt der Speaker, der unten ein Mischpult bedient hat, ja, man soll doch bitte sich vom Gelände entfernen. Sie sehen die Proben, man könnte ja dann am Abend ans Konzert kommen. Also das war nicht gesperrt, nicht? Nein, nicht. Das war frei zugänglich. Echt. Und das war schon mal ein Familien-Open-Air quasi. Kannst du ja jetzt sagen, von der Alpik, die Firma heisst jetzt nämlich anders. Organisiert, alle 2 Jahre, richtig geil für die Mitarbeiter, gratis. Und die Leute haben sich dort dann auch frei dürfen bewegen. Und auch, ich habe dort Selfies vom Rob Spence, vom Kai Ayanar, vom... wie heisst der zweite Teil von Blay? Also Mark Sway. Ja, genau. Mit ihm richtig lässig, richtig cool. Und Beatrice Egli scheint die auf ihrem Schweizer Konzert Hochdeutsch reden mit den Fans. Ah, wirklich? Scheint. Okay. Ja, aus zuverlässiger Quelle. Und darum verstehe ich es ein bisschen. Ja. Dass die jetzt es ist noch interessant, wie die Stars sich... Ich verstehe es. Ich spiele selber ein Theater. Und Fame. Ja, in Bar, Kanton Zug. Schweiz. Hat mich aber auch noch nie jemand auf der Straße angesprochen. Mm. Aber vor dem Konzert, verstehe ich das, ist mir richtig fokussiert. Ich würde jetzt nicht zu einem Star angehen vor das Konzert oder seine Comedy-Auftritte oder so, um ein Autogramm wählen von ihm. Aber dort bei der Heinzmann, hast du gesagt, ist es eine Stunde vorher gewesen. Ja, es war Nachmittag um 2 oder um 3 und das Konzert war mal aber um 10 gewesen. Ja, also, ein bisschen hoch geflogen vielleicht. Ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Jetzt hat sie Quittung. Yes, ist richtig lang gegangen. Charma, Karma hat wieder einmal zugeschlagen. Robin Sharma. Robin Sharma. Ja. Okay, trotzdem natürlich, sie planen, glaube ich, eine Sommertournee. Vielleicht ist es im Sommer wieder ein bisschen besser um ihre Fame bestellt. Ich glaube, die Ausrede, dass jetzt Corona die Schuld ist, was sie sagt, zieht irgendwie nicht mehr so, weil alles andere ist wie nein, sie sagt ja, sie ist weiter weg. Was ist das? Ja, aber sie hat auch gesagt, mit Corona sei es schwierig. Aha, dass die Leute nicht mehr gehen wegen Corona. Ja. Weil eben, wir haben ja jetzt gesehen, dass die Bützerbuben sind ausverkauft gewesen. Im letzten Grund wie sogar Bützerbuben. Sogar Bützerbuben. Also, sorry. Hecht. Ja. Hallenstadion gefüllt. Riesig.
Hecht sind auch grossartig. Gut. Sogar die Comedy-Männer. Ja, die sind auf Tournee. Die sind auf Tournee gewesen und jede Vorstellung ist ausverkauft. Für Schnörren. Die schnörren. Ja, die schnörren noch dumm. Ja. Ich verstehe das nicht. Wie kann man einfach Leute so anschauen, wie es dumm umeinander schnurren? Das ist eine totale Zeitverschwendung, wirklich. Machen Sie etwas Gescheites aus eurem Leben. Ist richtig lieb, hören Sie uns zu, Romina meint es nicht so. Nein, meint es eh nicht so. Apropos im Internet irgend dumm rumschnurren. Hast du das mitgekriegt, auch von dem Drachenlord? Ja, habe ich tatsächlich mitbekommen. Ich weiss nicht, ist es eine traurige Geschichte? Ist es einfach nur doof? Er ist schuld daran, man muss es vielleicht erzählen von Anfang an. Möchtest du das übernehmen? Nein, erzähl du noch. Also, ich gebe den Senf dazu. Der Drachenlord ist ein Mann, 32, der heisst richtig Rainer Winkler, kommt irgendwo aus einer Kleinstadt mit 38 Einwohnern in Bayern. 38 Wohnen. Hey, Kleinstadt, gell? Ja, uns sind 38 Dorf. Einwohner ja, nein, im Denner. Ja, Entschuldigung. Kunda. Ein Dorf mit 38 Einwohnern. Er hat dort seit 10 Jahren macht er auf YouTube auftritt über Rockmusik und über Games. Und er ist eigentlich eine ausladende Persönlichkeit, muss man sagen. Er hat guten Hunger. Darf er auch. Ist wahrscheinlich gleich, wie er aussieht. Darf er auch, absolut. Absolut. Wir ja auch. Übrigens, danke für den Pulli. Richtig geil. Bitte gern geschehen. Hat sich eine Community aufgebaut, wo ihn aber primär gehasst hat, ja, nicht gut gefunden hat. Und er hatte richtig mega viele Haters gehabt, sind dann auch seine Schwester angegangen. Und dann hat er einen riesen Fehler gemacht. Er hat sich provozieren lassen. Er hat sich provozieren lassen, hat seine Wohnadresse angegeben. Ja, scheiße. Und das ist dumm. Das ist richtig weil dumm. Dann sind die Haters, die ja offenbar soziale Tiefflüger sind und nicht viel anderes zu tun haben, sind tatsächlich zu ihm gekommen. Und das über Monate, über Jahre, haben die Polizei auf Trab gehalten. Hunderte, gell? Hunderte haben ihn gehatet. Live. Leider hat er sich von jedem Kommentar, ob jetzt der vor Ort war oder im Internet provozieren lassen, hat dann geantwortet. Und das Ganze hat sich so richtig aufgeschaukelt, bis er seinen Wohnort hat müssen verlassen. Mittlerweile ist er obdachlos, weil ihm niemand mehr die Unterkunft geben will. Ja, und er kriegt auch nie eine Arbeit. Kommt er auch nicht über. Er hat vorher von YouTube können leben. Irgendwann ist dann der Kanal zugegangen. Also YouTube hat gesagt, nein, fertig. Das wird, aber das hätten sie viel früher sollen machen, sorry. Da klar, ist auch YouTube irgendwas wie. Weil da hat es jetzt wirklich einen getroffen, der vom Opfer zum Täter geworden ist. Er hat dann auch natürlich seine Fans, die ihn besucht haben, angegriffen. Ja. Also wirklich körperlich. Irgendwo verständlich, aber richtig dumm. Ich verstehe es auch. Weil, also ich kann es nachvollziehen. Absolut. Er hat einfach wirklich falsch reagiert. Also ich wüsste auch nicht, ich würde mir im Fall auch richtig gerne wehren in solchen Moment. Ja. Weißt du, wenn es dann so böse ist, hey, die Kommentare, die gebracht haben, hey, weißt, und dann wird noch das Familienmitglied von dir auch noch mit reingezogen. Erst dort hat es ihm so richtig den Deckel gelupft eigentlich. Das Blöde ist halt noch, dass er sich dort verliebt hat in die Erdbeere. Das war eine Userin, die er gemeint hat, sie meint das ehrlich. Er hat sie physisch nie getroffen. Komm, geh her! Einfach geschrieben. Und irgendwann hat er ihr vor laufenden Kameras, vor 5'000 Zuschauern, im Internet einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat nichts anderes gewusst, als zu sagen, du bist der dümmste, dickste, hässlichste Mensch, den ich jemals getroffen habe. Also sie war auch ein Hater, hat einfach das böse Spiel mit ihm getrieben. Ja. Er war am Boden zerstört. Also hey, er hat gehüllt. Ja, er gehüllt. Ich bin hin und her gerissen. Es gibt auf YouTube eine gute Stern-Dokumentation über den Fall, gab 14 Minuten. Schaut das, bildet euch selber eine Meinung. Ich glaube, vor allem, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid. Informiert euch, informieren, was alles passieren kann. Weil er ist ja dann nachher noch vor Gericht gelandet. Ja, du hast ja latent Angst, dass uns das auch passiert. Ja, absolut. Hey, stell dir vor, Hunderttausende von Hatern stehen da auf einmal im Säuleamt vor einem Riegelhaus und riegelnd. Ja, ich glaube, dann hören wir halt auf. Ja, dann wandern wir halt auf. Wir lieben euch als all, egal ob ihr uns hatet oder nicht. Ja, scheiß drauf. Nein, man muss, es ist einfach. Wir haben ja auch unsere Meinung. Also falsch Fall reagiert total. Er hat falsch reagiert, aber ich verstehe es im Fall. Weil, ja, wenn Heinzmann dann plötzlich da steht. Und Beatrice Segler. Und dann kommt die andere mit dem Porsche noch herzufahren. Oh, ja, stimmt.
Nein, mein BMW 3er, sorry. Ja, wenn sie dann den Porsche nicht kann brauchen wieder. Der Porsche ist ja das Cabrio. Das ist im Winter richtig scheiße. Der Drachenlord ist jetzt verurteilt worden, gerichtlich. Also er ist jetzt mittlerweile Opfer geworden. Er ist ja von den Hatern, wo er körperlich angegriffen hat, ist er ja angeklagt worden. Genau. Und das ist genau das Problem, oder? Und jetzt ist er noch zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Nein, nicht so lange, oder? Die haben gemeint 10 Jahre, aber er ist irgendwie in Beruf gegangen. Und jetzt haben sie das war hure lang. Hey, nein, ich muss es noch mal genau schauen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, aber wegen Körperverletzung. Ja, und 10 Jahre war richtig krass. Auf jeden Fall wünscht er sich jetzt nichts mehr, als dass sein Leben wieder normal wird, wenn es denn jemals normal gewesen ist. Ja, und vor allem die Hütte mussten sie noch abreisen. Ja, das ist ja auch noch krass. Genau, also das, die Gemeinde hat das Haus gekauft von ihm, abgekauft. Mhm. Aber es ist schon schäbig gewesen. Es ist also richtig schäbig. Ja, man hat also nicht viel anderes. Nein, man hat ihm eigentlich auch gefallen damit tun. Das stimmt. Ja. Aber weil es als Pilgerort, auch nachdem er weg war von dem Ort, als Pilgerort immer noch Hater angezogen hat, whatever, haben sie es dann halt abgerissen, weil sie haben da keine Städte wollen für Haters. Mhm. Also so kann es rauskommen. Mobbing ist wirklich nicht gut. Nein, hören auf mit dem Scheiß. Sucht euch ein Hobby, wenn ihr so drauf sind wie die Typen. Ja, da konfrontieren die Leute halt gerade damit, hey, ich finde dich scheiße, du bist ein Doppel. Und dann sagt der andere, ich finde dich voll auch scheiße, du bist auch ein Doppel. Gehen wir ein Bier trinken miteinander. Ja, so los. Im Bündnerland so und in haben wir das schon immer geregelt. Ja. Wirklich. Man sagt einander, was man denkt und dann ist gut. Erledigt. Verlassen wir das Thema. Ja. Heute vor, also am Donnerstag von dieser Woche, am 24.11., ist der Mani Matter vor 50 Jahren gestorben. Halbes Jahrhundert. Ein halbes Jahrhundert. Wir kennen alle noch seine Hits. Hannes Tunnels lieten und es hat eine Flamme gegeben. Will sie haben mich. Das auch. Also, es gibt richtig viele. Habe ich nicht gewusst, am gleichen Tag, 19 Jahre später, ist der Freddie Mercury gestorben. Unfassbar. Zwei Legenden am gleichen Tag, oder? Ob die im Himmel mal musikalisch zusammenkommen. Boah, war schon cool. Wir haben es probiert irgendwie. Vielleicht kommt noch mal etwas. Ja. Ich behaupte ja, dass man das Zündhölzli kann auf We Will Rock You singen. Du sagst We Will Rock You und ich sage Bicycle. Wir haben beides ausprobieren. Du machst We Will Rock You und ich mache Bicycle. Aber spannend, dass die beiden den gleichen Todestag haben. Zwei grossartige Künstler, ein bisschen unterschiedlich berühmt weltweit, aber sicher. Ich glaube, der Mani Matter ist einfach, weil er wirklich auf Schweizerdeutsch. Das wird sein. Darum ist er in Amerika weniger bekannt geworden. Wahrscheinlich. Vermutlich. Was richtig unfair ist, weil die amerikanischen Sänger sind ja bei uns auch richtig bekannt. Queen ist übrigens lange in den USA auch nicht sehr beliebt gewesen. Ich weiß nicht warum. Sie haben irgendwie eine politische Meinung, glaub, vertreten, die den Amis nicht so passt hat. Ja, sie sind halt schwul gewesen. Ah nein, es wäre ja dann wieder. Wo ist jetzt das schon wieder? Ah ja, in Katar sind die Schwulen nicht so. Ah ja, jetzt. Oh Gott. Hey, wir wären eigentlich schon am Ende. Ehrlich? Ja. Nein. Sind wir nicht. Der Popcorn Game. Ja. Palz deine. Machen wir jetzt gerade noch. Mhm. Aber ich wollte noch etwas zu der Fußball-WM ablassen. Wie geil ist das denn? Wer ist das gewesen? Sascha Rofer? Keine Ahnung, gegen Brasilianer wahrscheinlich. Nein, komm, das ist der Sascha Rofer. Sascha Rofer wird im Moment in Deutschland richtig gehypt, weil er so emotional kommentiert. Eben, kannst du schon vergleichen irgendwie, oder? Bitzli. Die Deutschen sagen, hey, unsere Kommentatoren sind nie so emotional. In der Schweiz ist der Sascha Rufer nicht unumstritten. Ich finde ihn super. Ich finde ihn richtig gut. Er geht auf TikTok im Moment durch die Decke. Ich glaube, 1,8 Millionen Leute haben das Video, wo die Schweiz ein 2-0 verschossen hat gegen Kamerun. Wird jetzt richtig, haben das schon angeschaut. Das wird richtig gehypt auf TikTok. Richtig cool. Hey, ich könnte mir vorstellen, warum die Moderatoren von Deutschland nicht emotional so geladen sind wie jetzt ein Sascha Rofer. Weil sie verlieren gegen Japan. Nein, sie verlieren nicht, sie haben einfach zu wenig Goal geschossen.
Ist übrigens ein Zitat vom Kahn, glaube ich. Vom Kahn ist auch Eier! Wir brauchen Eier! Nein, sie hätten nicht mit dem Porsche kommen. Sie müssen den früher BMW nehmen. Ja, Moment. Ja, das schließt. Du bist emotional am Boden nachher. Ja. Hast dein Leben zerstört, wirklich. Und Ferien sowieso. Ja. Mann, ich bin dekadent. Hey, die Sonne ist, es ist immer noch genug hell, wenn wir gerade das Popcorn-Game machen. Aha, ja, können wir. Ja. Ah ja? Ja. Ja, ja. Und stopfe mir einmal die Fresse. Ups, Entschuldigung. Für die, die es noch nie gesehen haben, es geht darum, dass ich der Romina Flachwitz erzähle. Und sie dann muss probieren, nicht zu lachen. Schwierigkeit oder noch etwas schwieriger und vor allem optisch verbessert wird es in dem, dass sie sich Popcorn ins Maul stopft. Einfach so viel, dass sie sich bitte nicht schon wieder verschluckt dran. Ja, hat sie noch nicht. Was hast du gesagt? Ich habe noch nie gegessen. Nein, hat sie noch nicht. Gott sei Dank nicht. Ich habe Flachwitz zum Teil selber geschrieben, zum Teil immer mehr jetzt, weil es halt doch schon die vierte Ausgabe ist jetzt mit dem Spiel, oder heisst Palz drin. Habe ich es aus dem Internet gezogen. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob ich, also ich markiere es immer grün, und ich, aber da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich es schon gesagt habe. Okay. Hast du ein Bad genommen? Warum? Fehlt eins? Wirklich? Ich denke, den kennst du. Ich bin so leid, ständig rumzuhängen, sagt die eine Glühbirne zu der anderen und ist durchgebrannt. Ja, das hat noch nicht ganz gelangt. Ein kleines Hähnchen. Was steht denn auf einem Grabstein von einem Wanderer? Er ist zu weit gegangen. Keine Hand. Hast du ja nicht aufgeschrieben? Nein. Die sind. Wer denn? Ja. Alle nicht? Mal, ja, die jetzt nicht, nein. Glaube, ich sag dir nicht. Nein. Ich bluffe den schon damit. Ja, ja. Machen wir noch eine Runde, oder? Ja, drei machen wir immer. Okay. Drei. Immer drei. Drei Blätter Papier auf der WC-Rolle. Mach, jetzt die Popcorn hin. Es ist langsam kalt da draußen. Darum haben wir auch so warme Pullover an. Ja, mach du. Okay. Er zeichnet auf. Ah. Hoffe. Also, was haben Bungee Jumping und Sex gemeinsam? Beides ist geil, bis der Gummi reißt. Ja. You're not easy to amuse. Ja. Okay. Aus was ist ihm Jesus sein Haus gebaut worden? Aus Jerusalem. Geht's noch? Mhm. Okay, das ist, nach einem Witz hast du die zweite Runde bereits schon verloren. Ich kann ja nur verlieren. Das ist nicht fair. Das hast du noch nie gemerkt, wo sie jetzt. Jö, Trendli. Schau in die Kamera, sehen wir Trendli. Die ersten sind ja schon rum im Fall. Ich liebe Flachwitz, wirklich. Das sind die einzig wahren Witze. Kannst einfach schlecht umgehen damit. Also, jetzt ein wirklicher Flachwitz. Mhm. Der Flach ist einfach voll. Ja, nein, da musst du nicht mal lachen. Okay. Warum können Skelette so schlecht lügen? Weil sie so leicht zu durchschauen sind. Ja, genau. Jetzt kommt ein Guter. Was sagt ein Huhn, wenn es in eine Bar kommt? Ein Korn bitte! Okay. Fast. Wie nennt man einen Rudel aggressive Wölfe? Wolfgang. Also gut.
wenn jetzt der... Ah, bist du verloren? Ich habe noch etwa 5 Popcorn drin. Schau mal meine Kuhle an. Riesensauerei. Ja. Aber den wollte ich noch erzählen. Ja. Wolltest du noch mal rein, oder nicht? Nein. Also. Yes, man. Fein. Schau in die Kamera, da sieht man, wie es aussieht, wenn die Romina lachen. Hoffentlich. Was sagt der Orkan zur Palme? Halt deine Nüsse fest, jetzt wird blasen! Danke vielmals fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum Podcast Steinbock und Ratten. Unglaublich, aber wahr. Und habt deine Nüsse fest. Habt eure Nüsse fest. Tschüss zusammen, schönes Tag. Tschüss, schöne Woche.